Also da hinten ist eine Skulti und ich würde gerne mal hier nochmal kurz reingehen. Ich höre jetzt auch schon eine Skulti. Warte mal. Ach hier. Ja, die ist ja easy. Sind halt alles neue Orte, ne? Deswegen, ich kenne die alle nicht, die Orte. Aber wir grasen das alles mal schön ab, würde ich sagen. Wir wollen ja schön viele Skulltis. Ab wann gibt es die nächste Belohnung? Weiß das jemand von euch? So. Hier war eine Bombe. Tatsächlich. Boah, hier gibt's zwei. Boah, gut. Ab 5000 Skulltis, danke. Google lieber in allen Löchern nach, nicht dass du noch gut Hula verpasst oder benutzt die Krabbelkäfer als Kontrolle. Stimmt. Das muss ich ja auch noch machen. Hab ich auch gerade vergessen. Ah, danke Jens. Da muss ich auf jeden Fall noch mal ran und ein paar Käfer mal ein bisschen farmen, ne? Weil ich hab... Konnten wir schon irgendwo Käfer kaufen? Gute Frage. Ich muss gleich mal meinen Pullover ausziehen, mir ist echt warm. Cool, haben wir die zwei Skulltis auch. So, hier hinten war, glaube ich, nichts mehr weiter. Da komme ich nicht hoch. Bin ich zu dick? Es gibt ja auch manchmal in den Löchern, wo die Fische sind. Wie hier oder was? Oder was für Fische meinst du? Bei dem Raum im Deko, wo die Skulltie ist, hattest du die Fackel angemacht. Da gingen die drei Säulen hoch. Im Dekobaum, hab mal nachgesehen. Ein Raum im Deko, wo die Skulltis sind, hattest du die Fackel angemacht. Aber nur eine Fackel hatte ich angemacht und da gingen die drei Säulen hoch. Und jetzt beim zweiten Besuch hat es nicht mehr geklappt irgendwie. Komisch. Du warst doch vorhin bei dem Haus in dem Loch. Da gibt es doch... Ah, stimmt, da gibt es auch die Krabbelkäfer. Ja. Ernst, du hast recht. Da hole ich mir gleich mal welche. Wenn der Chef einen anruft und erstmal eine Dreiviertelstunde das ohne Ohr abkaut... Habe ich was Wichtiges verpasst? Meine Güte! War es denn wichtig? Oder war es was Privates? Weil über die Arbeit hätte ich jetzt nicht mehr gesprochen, ganz ehrlich. Da hätte ich gesagt, nö, kannst du mich anrufen, wenn ich wieder arbeite. So. Sterni, wo warst du das letzte Mal dabei? So, dann, wir probieren gleich mal. Erbsenloch, ne? So. Und dann holen wir uns gleich einen neuen Käfer. Na, da müssen wir immer ein bisschen aufpassen jetzt. Wenn wir hier durch die Welt ziehen, dass wir immer mal... Aber da ist nichts passiert. Da hast du im Wasser gegen zwei Eisenritter gekämpft. Ah ja, okay. Ja, das haben wir jetzt abgeschlossen und haben den Hammer bekommen. Dann haben wir noch ein Herzteil bekommen. Ich weiß nicht, ob wir da mit dem Bumerang rankommen. Das kann ich euch nicht sagen. Das wird knapp. Und dann sind wir in den Dekobaum gegangen. Beziehungsweise wir haben uns erst... Oh ja, geil.
Wir haben uns die größere Geldbörse geholt, die 200er. Das heißt, wir können nämlich jetzt 200 Rubine tragen. Und dann sind wir mit der 200er Geldbörse in den Deku-Baum gegangen. Und dort haben wir uns die 999er Geldbörse gekauft. Das heißt, wir können jetzt total ausrasten, was Geld angeht. Ja, haben im Deku-Baum noch alle Skulltees vervollständigt. Und ich glaube jetzt auch hier, oder? Es sei denn, als Erwachsener ist hier noch irgendwas. Das müssen wir dann nochmal gucken. Jetzt bin ich zu weit. Okay. Hier fehlt immer noch was. Aber kann auch sein, dass da als Erwachsener auch noch irgendwas fehlt. So, und hier... war eine Menge, die ich verpasst habe. Naja, ist gut. Mein Chef ruft mich nie auf Arbeit an. Wenn ich arbeite, pennt der. Wer der arbeitet, penne ich. Aber das muss ja auch so sein. Ist ja richtig so. So, das geht hier nicht leider. Wir gehen nochmal in die verlorenen Wälder, würde ich sagen. So. Ich gucke hier nochmal kurz rum, ob wir hier noch irgendwo Skulldies haben. Ja, hier können wir auch nochmal versuchen, wegen... Dingens Pups. So. Also normalerweise kommen da halt Skulldies raus. Aber das scheint... Doch, hier. Hier kommt eine raus. So. Haben wir hier sonst noch etwas? Nein. Oh ja, ich habe jetzt gerade die Schultertaste benutzt. Ich habe gerade mich gebückt. Du hast recht, Eva. Ich habe gerade die Schultertaste benutzt. Das gibt einmal 5 Minuten. Da ist auch noch ein Loch bei der Waldbühne. Stimmt. Da muss ich auch nochmal hin. Und ich glaube, da muss ich auch eine Erbse einpflanzen. Plus 15. Mann, ihr passt aber auch gut auf. So gut passe ich selber nicht mal auf. So, hier ist nix. Ich weiß nicht, was sagt ihr denn? Wir machen als nächstes dann den Feuertempel weiter, oder? Den hat man jetzt schon so halb angefangen. Theoretisch müsste man den weitermachen. Was war hier drin? Nix. Okay. So, hier geht's nicht lang. Okay. Einmal Rad drehen. Ihr hattet gesagt, hier ist auch noch was, oder? Kein Schwert. Oh Mann. Das ist bad. Nein, warum mache ich das denn jetzt? Bin ich doof? Hallo? Link. Wenn du den Feuertempel abgeschlossen hast, musst du den Schattentempel machen. Ey, nicht so viel spoilern, Jens. Nicht so viel spoilern. Danke für deine Tipps, aber nicht so viel spoilern, bitte. So, kann ich hier irgendwas spielen? Ne, warte mal, ich will... das hier vielleicht? Okay, da kommt nur eine Fee. Alles klar. Danke, Gogando. Hatte mich eben gewundert und bin auf Controller gedanklich Tasten nachgegangen. Ja, ihr habt bestimmt alle so einen Controller vor euch liegen. Könnte ich mir vorstellen. Dabei wollte ich dir nur was Gutes tun. Ah ja. Also wenn man das Rad dreht, kann man eigentlich nur was Gutes tun, wenn da wirklich auf Glück gehabt kommt. Ansonsten der Rest... oder die Rüstung. Aber zumindest darf ich mein Schild wieder benutzen. Das ist ja ein Anfang. So, warte mal. Das brauche ich nicht. Ey, du Sau!
Er braucht eine Herausforderung, genau. Genau. Ich liebe die Herausforderung, das macht mir einfach so viel Spaß. Ja, ich bin ja selber schuld, ne? Ich habe ja das Format angefangen. Ich habe 2 Switch Pro Controller vor mir liegen und 16 an der Wand. Boah, sammelst du die? Ich meine, es gibt schon ein paar coole. Muss man sagen. Jetzt habe ich vergessen, neue Käfer zu holen. Egal. Muss mir gleich nochmal welche holen. So. Das pflanze ich ja auch nochmal ein. Also wir müssen uns beim Käfertypen auf jeden Fall nochmal ein paar Bohnen kaufen. Ich wette mit euch, da oben sind auch noch Skulltis dann versteckt. Okay. Weiter geht's. Aber wir haben jetzt überall welche gehabt. Warte mal, ich will nochmal kurz hier in so ein Loch reingehen. Insgesamt 104 Stück. Alter Falter. Ich habe den N64 Switch Controller vor mir liegen. Der ist auch cool. Sowas bräuchte ich auch mal, so einen N64 Switch Controller. Ich spiele halt mit dem normalen Pro Controller. Oh Gott, sorry, Huhn. Der ist aber auch sehr angenehm, muss man sagen. So. Okay. Bist du heimlich Milliardär? Naja, es gibt ja diese etwas billigeren Controller, die du nur mit Kabel verbinden kannst. Die kosten alle so 30 Euro, ne? Die Pro-Controller sind dann alle so, ja, bei 50 bis 70, glaube ich. Oder bis 80 sogar. Okay, warte, hier geht's weiter. Als Strafe wäre vielleicht okay, wenn er die Buchstaben in Zahlen umwandeln müsste. Also wenn er sagt, hallo, 811... 2, 1, 2, 1, 5. Jeweils in Buchstaben im Alphabet. Ach du Scheiße. Was? Dann rede ich nicht mehr. Was? Das ist ja übel. So, warte mal. Ich, muss ich hier lang? Ja. Okay, Frage. Haben wir... Ich habe jetzt Bomben. Ich habe Bomben. Warte. Aber hier ist auch gar nichts mehr. Das gibt's gar nicht mehr. Schade. Okay, wir sind auf der Suche nach Skulltis, Leute. Und ich darf gerade kein Schwert benutzen. Theoretisch müssen wir als Erwachsener Link dasselbe auch noch machen. Hier ist nichts weiter. Aber auch nicht. So, über da. Den teuersten, den ich gekauft habe, war 299 Euro. Heilige Scheiße. Okay, hier habe ich jetzt überall keine Skulltis gesehen. Weiß nicht, ob euch irgendwas aufgefallen ist. Ich habe 6 von den 2 funktionieren. Ich habe den Zelda-Controller. Eine Strafe würde vielleicht nur 1 Minute gehen. Ah ja. Okay, Pichu ist offiziell wieder der. Nutzt du alle Switch Pro-Controller? Ich habe 8 Zelda-Controller. Welche hast du genau? Da ist ein Loch. Aber ansonsten waren hier jetzt keine Skulltis weiter, oder? Ich habe jetzt keine gesehen. Da ist das eine Loch. Ich gehe gleich nochmal hoch zur Lichtung. Aber so an sich ist hier, glaube ich, nichts weiter los gerade. Hab auch keine gehört. Gut. Ist nochmal schön als Bestätigung auf jeden Fall. Okay, hier ist das Loch jetzt. So. Dann gehen wir nochmal hier hoch schnell. Zum Glück haben wir die Hasenohren, ganz ehrlich. Das macht alles leichter. Hallo Saya, was geht? That makes me feel happy. So, hier ist auch keine, ne? Ich glaube, dann sind wir als Kind durch in den verlorenen Wäldern.
hüpfen wir hier nochmal kurz in das Loch rein, ansonsten Abfahrt. Okay, hier ist nur das. Nur in der Zukunft ist da oben eine Scooter. Ah, alles klar. Ich habe gerade mal eine Überlegung, weil möglicherweise kann es doch sein. Aua. 5 Minuten Lurk? Was Lurk? Mann! Dass hier oben vielleicht auch Skullies drin sind? Ah, die kriege ich so gar nicht kaputt. Shit. Okay. Gut, dann sind wir hier durch als Kind, würde ich sagen. Dann. Ah, Zielschießen. Zielschießen kostet 100 Rubine. Dafür kriegt man dann eine größere Munitionstasche für unsere Schleuder. Ich muss mal kurz mein Pullover ausziehen. Wartet mal. Ah, so. Aktuell wird mir sehr warm. Wie viele Skullie gibt es eigentlich? Ich glaube 200, oder? Ja, 200, genau. Okay. Aber aktuell kommen wir gut voran, Leute. Ich bin sehr begeistert. Es macht großen Spaß. Liegt 90% an euch und 10% auch, dass das ein großartiges Spiel ist. So. Einmal Tag machen. Ba, 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 ba. So. Ja, 200 ist krass, ne? Düdüdüdü. Okay. Wir machen das Zielschießen. Wenn ich mich richtig erinnere, hat das 100 Rubine gekostet. Das heißt, ich habe einen Versuch. Let's go. Als Kind ist aber leicht, sagte er und verkackte. Weil als Kind kommt es halt immer in derselben Reihenfolge. So, wonderful, bravo, perfect, here is a fantastic present. Bam. Okay. Da haben wir das... Oh, wir haben sogar direkt die 50er bekommen. Oder hatten wir die 40er schon? Ich weiß gerade noch nicht. Deine Videos sind angenehmer als die von Nintendo. Dagegen spielst du besser oder Junge als dieser dumme Kerl. Oder Junge als dieser dumme Kerl. Ich würde ihn nicht als dumm bezeichnen. Ich denke halt auch, was ich sagen muss, ist, dass vieles vielleicht Show ist oder mit Absicht gemacht wird, damit Kommentare geschrieben werden oder so. Möglich, ich weiß es nicht. Ist so ein Gedanke von mir. Ich würde sagen, wir holen nochmal ein bisschen Kohle. Aber vielen Dank auf jeden Fall für deine Meinung. Viel Spaß beim Sammeln, ja. Es wird lustig werden, 200 Skullies zu sammeln. So. Ich darf ja wieder Schultertasten benutzen. Ich darf nur kein Schwert benutzen. Haha. Jetzt habe ich nur einen Rubin bekommen von den zwei, die da sind. Das ist ja schlecht. So, jetzt habe ich die anderen zwei bekommen. Sehr schön. Ein bisschen Geld noch reinfördern, ne? Weil ich glaube, ich würde auch gerne noch die Erbsen gleich kaufen, die der Erbsen-Typi hat. Dann sind wir da nämlich auch gleich fertig noch mit. Ist halt einfach so die leichteste Methode, schnell Geld zu machen, ganz ehrlich. Bam, 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 bam. Oh Gott, nein. So, einmal noch und dann gehen wir nochmal schnell einkaufen bei dem Erbsentypen. Dim, dim, du, 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 dum. Okay, was können wir noch machen, Leute? Was können wir noch machen? Wollen wir das jetzt noch zu Ende machen mit den Skullies?
im Kokiri-Wald als Erwachsener? Was meint ihr? Verdammt. Einfachste Methode, Erwachsener Horror-Kid besiegen, 200 Rubine. Schon. Bringt zwar das meiste Geld, aber dann musst du da erst wieder hinlatschen. Weißt du, was ich meine?